Hallo, hier sind Aerowomo Kids und wir sind heute im Barfußpark Beelitz bei der Kräuterheidi. Oh, jetzt gehen wir doch mal ganz schnell hin. Vielleicht erfahren wir noch was Cooles. Nicht einfach da mal gucken. Oder Schafstoffe hier. Na, die kennt ihr bestimmt, die wilde Rauke. Ne? Rucola. Je länger die steht, je öfter die an der Fläche ist, irgendwann mal feucht hat, tot man irgendwann wieder nach. Holt man sich. Also Kreuzblütler, vier Blütenblätter. Und hier seht ihr, den kennt ihr bestimmt auch. Wenn ihr den, der ist ja jetzt so Mai ganz aktuell. Und wenn ihr den so seht, jetzt pflücke ich den einfach mal ab. Der ist. Normalerweise, wenn man da dran schnuppert, riecht man noch gar nichts. Also wenn ihr mit Waldbeißer zu tun habt, der muss erst anwelken. Ganz wichtig. Also nicht so rinnen in die Bohle oder in die Milch oder ins Wasser oder so zum Anreichern, sondern erstmal anwelken lassen. Ganz, ganz wichtig. Ja, damit erstmal so ja, der Kumarinduft entsteht. Und egal, was ihr davon nehmt, Kopfschmerzen kriegt ihr von der ganzen Pflanze. Also ihr könnt die Blätter und Blüten nehmen. Völlig egal, die Dosis macht's. Dann müsst ihr euch jetzt mich als Kräuterhexe vorstellen. Magische 13. Und dann merkt ihr euch die 13, weil ist ja auch so eine Zauberzahl. Maximal 13 Stiele, getrocknet, angewendet. Der andere, der Sauerampfer. Also sehr lecker, aber der Blutampfer hat nicht so viel Oxalsäuren. Die dürft ihr nicht so viel roh essen. Mal so zwei, drei Blätter im Salat ist okay. Aber nicht zu viel Oxal. Ja? Dann nehmen wir die Petersilie, okay. Die kennt ihr. Und zwischendurch Zitronenmelisse. Ja. Genau. Hättest du jetzt sagen können, ne? Zitronenmelisse. Und du hast bestimmt da drüben dann die Schokominze. Und dann die mediterrane auf eine Seite. Der Minze müsst ihr auch trennen, weil die nachher miteinander sich befruchten und dann habt ihr eine ganz andere Sorte da. Also das ist dann auch wieder. Hier, die kommt jetzt immer wieder, also die sich hier so aus, wieder ausbreitet. Und scharf, aber die ist auch schön. Zitronenthymian, da gibt es dann den klassischen Thymian und das ist auch so eine Kreuzung, die meisten werden dann zitronig. Man muss wirklich immer die Nase reinhalten. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und dann passt das. Ja, Ananas selber. Natürlich auch sehr temperaturanfällig, aber die riecht nach Limonade. Und die nach Cola, die hier. Ja, kein Witz, wa? Ja, ist so. Das ist hier die Eberraute hier drüben, die Coca-Cola-Pflanze. Ja, das ist Cola. Da habt ihr in der Spitze. Wenn ich mich schneide, ist es auch nicht so schlimm. Dann wird es halt so ein kräftiger Essig. Genau, so weit in der Art. Ist Kräuterführung. Ja, genau, wir machen eine Kräuterführung. Wir sammeln jetzt ein paar Kräuter, Eli. Du kannst ja auch ein paar Kräuter. Das war's auch schon vom Video und wenn euch das gefallen hat mit der Kräuterheidi, geht auf Google, gebt da Kräuterheidi ein, da findet ihr sie auch schon. Ja, auf das nächste Video könnt ihr euch auch schon sehr doll freuen. Das ist nämlich in Beelitz bei der Heilstätte, die da auch nämlich ist. Ja, da könnt ihr schon mal super duper drauf freuen. Ja, und das waren auch schon wieder eure Womo Kids. Bis zum nächsten Mal. Bye!